herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind seit langem mal wieder in meinem Kombi unterwegs, wie man unschwer hoffentlich hören kann. Und zwar geht es heute nach Chemnitz. Ihr erinnert euch, Björn kriegt eine neue Maschine, eine Drehbank. Und wir haben ja gesagt im letzten Video, wir gucken uns wirklich eins zu eins seine Maschine in der Produktion an. Und genau das werden wir heute tun, weil der Tobi hat gesagt, es ist soweit alles vorbereitet, es ist alles fertig. Wir können da hinkommen und werden tatsächlich seine Maschine in Betrieb nehmen. Ihr erinnert euch, Björn will damit zum Beispiel Buchsen herstellen, will meine Kurbelwelle und mein Schwungrad abdrehen, das heißt die Kontaktfläche zueinander, und haufenweise solche Dreharbeiten will er an dieser Drehbank vornehmen. Das heißt, wir braten jetzt mit dem Kombi nach Chemnitz. René freut sich schon. Ja. Endlich mal keinen Bus fahren. Und ja, ich bin auch gespannt. Also selbst der Standort bei Stuttgart, wo wir letztes Mal waren, der war ja schon groß und sehr, ich sag jetzt mal, professionell. Hat mir wirklich gut gefallen, diese Fertigung dort, wie wirklich die Maschinen Step für Step gebaut wurden. Aber ich denke mal, dass es heute nochmal eine Nummer krasser wird. Meinst du, dass es größer da? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie Björn am Ende an der Maschine steht und tatsächlich die ersten Teile schon mal herstellt. Ob es am Ende wirklich so ist, wie er sich erhofft hat, weil Björn denkt ja auch ganz viel immer, dass er alles hinbekommt. Man muss jetzt auch dazu sagen, in 99% der Fälle bekommt er auch alles leider hin. Ab und an habe ich dann auch mal recht, aber meistens ist es so, wie Björn sagt. Und deswegen, ja, ich bin gespannt, was sich da so tut. Ja, du hast natürlich jetzt den Vorteil, also was heißt den Vorteil, du hast jetzt natürlich diesen Turbolader-Punch, dieses Drehmoment, ne? Deiner wird auch mehr Drehmoment haben als der, kurzzeitig, wenn der Lader so einsetzt, ne? Und das drückt dich natürlich schon erstmal so ins Auto. Hier ist ja natürlich dieses breite Drehzahlband, dass es einfach nicht mehr aufhört mit Beschleunigen. Ne? Ja. So, wir sind angekommen in Chemnitz bei der Firma Mack bzw. Böhringer. Und genau da steht schon Björns Maschine. Nein, nicht ganz. Aber erstmal die beiden. Oh, die beiden kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Ja, ihr seid auch gut in Chemnitz angekommen, genau, hoffe ich. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was hier heute so passiert und wie weit deine Maschine so ist. Ja. Genau. Ja. Cool. Hast du schon angebaut? Ja. Ja. War theoretisch der gleiche Typ an Maschine, wie Björn eigentlich auch bekommt. Ja, genau. Also der Maschinentyp ist immer der gleiche. Das ist der Grundaufbau, das ist halt verschiedene Drehdurchmesser, da kommt dann der Name. VDF 800 haben wir jetzt hier. Mhm. Das heißt, wir haben einen Drehdurchmesser von maximal 800 mm. Oh. Ah, okay. Oh. Oh. 800 mm. Ja. Oh, ja. 80 cm, das ist schon, ja, ist schon ein bisschen was. Ne? Ja, genau. Die Maschine gibt es von 400 bis 1500. Was? 1500? Ja, 1,50 Meter? 1,50 Meter. Ich krieg ja nur die kleinste 400. Ja, aber wird reichen. Aber 1500? Ja, 1,50 Meter ist natürlich ja schon drin. Genau. Okay. Und dann hier halt, wie gesagt, von der Gesamtlänge, eine Drehlänge haben wir jetzt hier von 3 Metern. Mhm. Gibt es aber auch, wie gesagt, kleiner. Ich glaube, ab 1,50 Meter geht es los. Mhm. Aber dann halt auch weiter bis zu 20 Meter. Da sind wir eigentlich fast 20 Meter komplett frei, wie wir alles machen können. Das ist ja einmal durch die Halle mindestens so ungefähr, ne? Ja. Das Bett kommt dann auch in Stücken. Also das wird nicht am Stück geliefert. Kommt sowas wirklich öfter vor, dass 20 Meter Maschinen irgendwo stehen? Oder ist das wirklich eher Spezial-Spezialanwendung? Das ist Spezial-Spezial. 20 Meter ist eher selten. Also okay, wie gesagt, 3 Meter ist so eine gängige Länge. Es gibt auch länger, aber ja, ich sag mal, über 10 Meter ist sehr selten. Und nochmal kurz zu eurem Standort hier. Hier in Chemnitz werden die ganzen Drehmaschinen gebaut. Ja. Okay. Also wir machen Drehmaschinen und auch Wälzfräsmaschinen der Marke Modul. Mhm. Wälzfräsmaschinen heißt, was machen die? Was können die? Nur mal so Zahnräder. Zahnräder. Genau. Okay. Ja. Können wir uns nachher noch nicht. Ja. 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 Wir können mal gucken, ja. Ja. Ah, und bei der ist wirklich das ganze Bett noch ein Teil. Das ist hier ein Teil. Ja. Wie soll es sonst gehen?
Oder was? Nein. Also 20 Meter sind es wahrscheinlich Multitool. Ja, genau. Ja, ich dachte gerade, was machst du denn? Eine Holzschiene, ein Plastik. Nein, und ja, wer weiß. Ist doch bis richtig Meter gut. Geht das? In einem Teil? Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei 5, 6 Metern schon aufhört, ja, weil sonst ja, wird das ja auch selbst auch schon früher, das ist ja auch ein Transportzweck. Ja, selbst ja. Auf dem LKW wird das ja schon schwierig. Aber das wäre mal eine Höhe schon mal, die für mich passen wäre, weil die meisten Maschinen sind ja irgendwie für Zwerge gebaut, gerade die italienischen Maschinen sind ja immer so, du musst ja da unten arbeiten, aber hier ist das schon fast auf der Höhe. Wie, aber echt schon. Wie ist das so Video, videotechnisch mit der Beleuchtung hier? Ja, ist gut. Gut? Ja. Können wir gleich loslegen, ja. Okay. Schön. Das ja. Ist ja mal was. Was wiegt sowas hier so? Geht nicht. Nur so. Ja, es ist 10 Tonnen. 10 Tonnen? 10, 12 okay. Tonnen. Circa. Weil das sieht schon massiv aus. Ja, es ist ein Busbett. Also. Ja. Das ist ein bisschen einteiliges Bett. Das ist auch, hat auch nicht jeder. Mhm. Bei uns hat jede Maschine ein einteiliges Bett. Oftmals sieht man ja so ein Brückenbett mit links und rechts zwei Ständern und eine Brücke. Das ist hier ja, sehr massiv, sehr stabil. Wir haben hier auch noch eine Doppelprismenführung. Das heißt, oftmals gibt es hier eine Flachführung, also sogar hier noch eine dritte Prismenführung für den Reitstock. Oftmals haben wir hier eine Flachführung und eine Prismenführung. Das wirkt sich aber nachteilig aus für die Qualität. Das heißt, diese Fläche ist alles ein Teil mit diesem ganzen Busteil darunter? Ja. Genau, das ist geschaut. Dann gibt es aber mächtig Ärger bei der Nachbehandlung, wenn da mal einer zufälligerweise falsch reinfräst oder so. Ne? Weil dann ist halt einmal 8 Tonnen Guss. Ja. Für Müll. Das ist auch immer ein guter, kann man sagen, immer gut überprüfen, wie eine alte Maschine ist, wenn man hier noch die Führungsbahn anschaut. Vor allem im Bereich um das Futterrum. Ja. Wenn das hier schon eingeschlagen ist oder Macken hat, dann ist die Drehqualität dann auch nicht mehr so gut. Ja, wieder was gelernt heute. Und die Gussteile werden aber nicht hier gegossen? Nein. Was kommt? Den Guss bekommen wir so, wir bekommen es dann angeliefert und hier wird es dann eben wieder zusammengebaut. Wir können gerade mal ums Eck schauen, dort stehen einzelne Bitten. Und die, eine ganz dumme Frage, wenn ich gerade gucke, ist das hier die Sicherheitsleine für zufällig oder was ist die Leine? Ja, das ist schon wie Notaus. Notaus, also draufschreien und dann ist steht sofort. Okay, ja. Gut. Das hat meine alte nicht. Die dreht sich so lange weiter, bis... In den Videos, um dich zu ärgern. Ja, genau. Ich stand da immer so leicht hier drauf. Aber das Bett wird auch nicht hier nachbearbeitet, sondern hier ist nur Montage quasi. Hier ist die Montage. Das müssen ja auch ganz schöne Maschinen sein, um das zu bearbeiten. Ja, das sind meistens so Fahrständermaschinen, wo wirklich, die sind so groß wie ein Haus. Dann. Krass. Was man sagen muss, die Komponenten, die einzelnen Schlitten, die werden hier von Hand noch geschabt. Mhm. Und das bietet eigentlich im Endeffekt die beste Qualität. Was heißt das, von Hand geschabt? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, da steht wirklich eine Frage hier. Da steht wirklich jemand da mit einem Schaber und schabt eben das Material so lange, bis es eben geometrisch perfekt zueinander passt. Dann wird wahrscheinlich Tuschierpaste wieder genommen, genau. Oder? Und dann wird sie da drüber gefahren, dann wird geguckt, wo ist die Tuschierpaste weg. Dann hat man wie so einen Meißel, den man aber nicht mit dem Hammer, sondern einfach so langsam so da drüber. Auf den Stahl. Schabt Stahl. Ja. Krass. Okay. Also es gibt eigentlich nichts Genaueres wie Schaben. Nö. Alle alten Maschinen von mir sind alle Betten immer geschabt. Ja. Deswegen sind ja meine alten, die funktionieren ja wunderbar. Und nochmal nur kurz grundsätzlich, wie ist das Ganze gelagert da drauf? Ist da irgendwie eine Art Kugellager drunter oder wie bewegt sich das da drauf? Wird das pneumatisch angehoben? Gut, wir haben hier eine Kugelrollspindel für das Verfahren. Mhm. Alles abgedeckt, alles im Arbeitsraum geschützt. Aber das sehen wir wahrscheinlich zerlegt gleich hier noch. Ja, genau. Okay. Verlegt hier das Bett. Hauptsächlich liegt es, wenn du da fragen willst, liegt es auf den beiden Prismen. Genau. Dadurch ist es zentriert, das Eigengewicht zieht es runter. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es dann nochmal eventuell von unten gehalten wird. Aber meistens das Eigengewicht. Und da drin sind einfach nur Gleitbahnen mit Messing. Oder wie ist es? Und auch Guss auf Guss in dem Fall. Sehen wir vielleicht später noch. Einfach nur geölt. Hier hast du zum Beispiel, wahrscheinlich hier sind die Schmiernippel. Oder haben die eine Zentralschmierung, die Maschinen? Wahrscheinlich nein. Ne? Ja, dass man mit der Fettpumpe und so weiter wieder hier innen drin Fett reinbekommt und dann hält das wieder für ein halbes Jahr, zum einen Jahr. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Ja. Also das sieht ja hier auf jeden Fall ähnlich aus wie am letzten Standort, ne? Genau. Man sieht hier auch wieder so die einzelnen Boxen, sage ich jetzt mal. Genau. Das heißt, hier wird jede Größe von Maschine gebaut oder nur 800er, 400er? 1100er. Die ganz großen, die werden in der Nachbarhalle gebaut, da haben wir eine größte Kernkapazität. Ah, das war noch nicht mal so ganz groß. Nein, das geht ist noch 800 und wie gesagt, geht bis 1500. Okay. Ja.
Ja, da sehe ich schon ein paar. Wie lange braucht eine Maschine in der Größe, bis sie fertig ist? Weiß haben wir immer so 8 bis 10 Monate Lieferzeit, je nach Verfügbarkeit. Ja. Mhm. Aber okay. Es gibt halt immer diese Langläuferkomponenten, die sind bei fast jeder Maschine gleich. Ein Gussbett dauert einfach eine gewisse Zeit, bis es halt da ist. Und wie ist das hier? Ein Monteur baut eine ganze Maschine zusammen oder macht ein Monteur immer nur einen Teil von der Maschine? Gibt verschiedene Arbeiten. Gibt verschiedene, okay. Ja. Na, wir gucken uns das mal an. Ja. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt. Die Maschine packt ihr, also das Bett packt ihr hin und richtet die mit der Maschinenwasserwaage aus. Also man sieht hier auch verschiedene Montageschritte. Einer der ersten Schritte ist das Bett ausrichten, bevor dann die einzelnen Komponenten montiert werden. Jetzt kenne ich noch von meinen Videos her, da werden die Fragen gestellt, ist das eine normale Wasserwaage? Aber so eine Wasserwaage, wenn ich hier ein Haar drunter legen würde, dann würde die schon weggehen wahrscheinlich. Gut. Also das interessant finde ich auch, eure Konstruktion, die ihr natürlich nur für diese Maschinen gebaut habt, dass die auf dem Bett drauf liegen. Ja. Gut, man sieht es auch in der Wasserwaage, die ist jetzt 200 auf Meter genau. Also eigentlich 0,02 Millimeter auf einen Meter Länge. Ach, auf Meter. Boah, krass. Okay, also genau auf einen Meter Länge darf dann 0,02 Millimeter. Ist ein Strich von dieser Wasserwaage. Ein Strich. Ja. Ein Haar ist 0,05 Millimeter. Ja. Da kann man erst mal vorstellen, wie wenig das ist. Ja, dann, wie genau dann eben alles ausgerichtet wird. Cool. Aber die Flächen sind hier jetzt schon final geschabt, das ist alles fertig und so weiter. Die Flächen ja, und der Schlitten, das wir gleich zeigen, wie der montiert wird, der wird dann eben auf dieses Bett zurechtgeschabt. Ah, okay, verstehe. Und das heißt, jeder Schlitten geht nur auf die eine Maschine. Ja. Ich könnte jetzt nicht den Schlitten auf die nächste draufpacken. Die Genauigkeit kommt eben dadurch, dass es wirklich einzeln angepasst wird. Also, wenn die Maschine angeliefert wird, dann wird sie wahrscheinlich dann genauso ausgerichtet mit der Wasserwaage bei mir am Standort, damit sie gerade ist. Ja. Ja. Ich selber habe natürlich, dass meine Maschine auch immer ausrichte. Ich muss immer Sommer, Winter nachjustieren. Also kriege ich die Wasserwaage mit. Nein. Glaube ich. Warte mal kurz weggucken. Ja. Hier haben wir, glaube ich, das gleiche, was ich eben gesagt habe. Die Tuschierpaste. Er packt den Schlitten drauf und fährt sie ab und guckt, wo die Bereiche, wo es eben glänzend nicht trägt, ist nicht. Das heißt sowas hier so minimal. Vielleicht. Vielleicht, genau. Okay. Genau. Vielleicht. Jetzt schiebt dann rüber. Wir können ja einmal drunter gucken. Genau. Könnt ihr einmal nach oben fahren zum drunter gucken. Ah, das geht so. Okay, das sieht natürlich gleich. Ja, genau. Und jetzt sieht man ja eben sehr genau, wo man eben aufliegt und wo man eben nicht aufliegt. Und jetzt wird eben hier, sieht man auch an der Struktur, an der Oberfläche, wo eben geschabt wird. Hier diese ganze Oberfläche, das ist komplett geschabt. Also dieser ganze Schlitten ist quasi eine Einzelanfertigung auf das Bett. Wie sieht der Schaber aus? Nur so für mich mal. Der liegt da. Der Elektroschaber. Kannst gleich loslegen hier. Ja. Da, guck mal. Einfach nur, das muss man aber können. Ja. Ne? Weil wenn du da auf einmal winkst, dann ist vorbei mit dem ganzen Bett. Ja, ja. Ist auch wirklich eine richtig handwerkliche Arbeit noch. Ja. Wobei mein Vater, ich wollte gerade sagen, Baujahr 38, mein Vater früher, der musste das von Hand machen, natürlich. Ja. Der sagte mir, da war so nach einer Woche Arbeit, das hat hier man dann gemerkt. Hier sieht man auf jeden Fall auch schön hier die, für die Schmierung, die ganzen Kanäle, nehme ich an. Ja, genau. Kann man grob sagen, wie viel an den Stellen, die jetzt hell sind, wie viel da noch abgetragen werden muss, damit es passt? Sind wir da eher so im 100-Millimeter-Bereich? Nehmen wir da 100-Millimeter, ne? Oh, weniger. Noch weniger. Ich wollte gerade sagen, weil auf der Fläche da jetzt mehr abtragen, da stehst du mit dem Ding Da stehst du sonst eine Woche dann, ja. So, und am Ende muss das alles komplett lang sein. Ja. Also, wir kommen gleich wieder in einer halben Stunde, dann sehen wir, ja, das passt nicht. Oh. Ne, krass. Ja, aber das ist ja schon noch richtig Handarbeit. Ne? Das ist Handarbeit, genau. Und das ist, wie gesagt, einzeln angefertigt für jede Maschine. Egal, ob das die kleine 400er ist, so wie jetzt hier, oder ob das die 1500er ist, das ist immer eine einzelne Fertigung. Könnte ich mir theoretisch bei euch die Grundfarbe aussuchen? Ja, Farbe ist immer flexibel. Orange. Zum Beispiel. Ja. Okay, also das ist schon, kann theoretisch jeder seine Farbe. Übrigens, hier kannst du einmal reingucken. Hier siehst du die Kugelumlaufspindel. Mhm. Sieht ein bisschen das kann sie ein bisschen drehen, wo die Kugel, wo wir im letzten Video, wo wir gefragt haben, was ist. Ja. Ist hier auch das gleiche Prinzip vom Antrieb, ja. Okay, schön. Cool. Wir haben hier den nächsten Montageschritt. Hier wird die Kugelrollspindel für den Z-Vorschub montiert.
oder die Z-Achse. Das heißt, der Tisch, der hin und her fährt. Genau. Später kommt hier noch der Motor hin. Man sieht es hier im nächsten Schritt dann, im nächsten Montageschritt. Das muss genau ausgerichtet werden, dass der Schlitten die Kugelumlaufspindel entsprechend. Ihr sagt läuft. Immer so selbstverständlich X, Y und Z, aber für denjenigen, der noch nie an der Maschine stand, der wird in dem Moment erstmal sagen, ne? Z, ja. Was ist das? Z, immer die Länge bei der Drehmaschine. Ja, hier sehe ich die Messuhr. Mhm. Es sieht so aus, als ob ihr hier, weil die Spindel ist ja nicht eingebaut, das heißt, ihr habt hier Dummies eingebaut, genau. Wo ihr dann mit der Messuhr abfangen könnt und dann sozusagen die Lagerböcke sozusagen ausrichtet, damit die drin ist. Ja, genau. Das ist fast das Gleiche, was ich mache, so mit dem Abfahren und Ausrichten. Ja, aber, ja. Hier nochmal zwei Messuhren gleichzeitig. Okay. Ja, ich finde sie mal. Also ich finde es interessant, denn die einen sagen CNC-Technik, Digitalanzeige und so weiter, aber um richtig genau hinzubekommen, sind so alte Techniken mit einer Messuhr eigentlich wunderbar. Ja, und ich sage, Genauigkeit entsteht immer nur aus einer guten Mechanik raus. Und die mache ich eben, die muss ich immer machen. Da hilft mir die beste Steuerung nichts, wenn die Mechanik einfach nicht passt. Ja. Ich stelle mir noch die Frage, wie richtet man das Ganze aus? Weil es muss ja irgendwo ein Verstellbereich da sein. Da hast du den Bock mit Schrauben und hier drin hast du es eventuell genauso. Und das heißt, das sind die Schrauben, die da sind, sind nicht nur zum Festschrauben, sondern damit kannst du noch leicht rein und rausdrehen und kippen, oder wie? Die sind auch zum Ausrichten. Zum Ausrichten. Ja. Und dann wird wahrscheinlich, sehe ich zwar, hier ist er doch. Haha, wird ja der gute Hammer genommen. Der Mühlhammer. Ja, genau, der Mühlhammer. Ja, und dann werden die danach noch verstiftet oder bleiben die so? Ja. Das ist auch von Achse zu Achse. Ja, okay, gut, ja. Verstiftet heißt, wenn die eine Position sein sollen, dann muss man noch einmal die Bohrung bohren und einen genauen Stift dran setzen, dann bleibt das immer an der Position. Wie genau müssen die beiden Achsen zueinander sein hier? Also reden wir kleiner 10 μ, also sind wir auch wieder im μ-Bereich unterwegs. Also noch mal weniger als Hundertstel. Hundertstel und die kleinen, also wieder durch 10 bis im μ-Bereich. Das ist ja also noch mal kleiner. Tausendstel Millimeter. Das ist ja nichts. Das ist so wie die Messuhr für mich für die Lagerschraube. Ja, also vom letzten Mal. Ja, ja. Also nichts. Wenn du drauf hauchst und es ist ein bisschen warm, dann ist es sofort ein Hundertstel mehr. Wird denn dieses Konstrukt am Ende beim Kunden dann komplett so angeliefert und nicht wieder zerlegt und wieder zusammengebaut? Ja, genau. Also wir sehen also komplett so, wie die Maschine dann eben hier das Haus verlässt. Ja. So wird es dann auch bei mir. Weil wahrscheinlich, wenn es einer zerlegen würde und wieder zusammenbauen würde, geht alles wieder von vorne los. Ja, dann fangen wir wieder an mit Einstellen, Abfahren. Und so mit Transport und so ist kein Problem. Das bleibt wirklich so, wie es ursprünglich eingestellt wird. Ist auch immer, ja, es bleibt so, wie es eingestellt ist, aber die Kunden wollen trotzdem oft hier im Werk die Qualität sehen. Wir machen dann, bearbeiten ein Werkstück, um die Qualität nachzuweisen und wollen das Ganze bei sich dann im Werk auch oft nochmal sehen. Das machen wir nachher auch noch. Das ist aber auch von Werkstück zu Werkstück und von Maschine zu Maschine natürlich unterschiedlich. Hier im Universalmaschinenbereich spielt es eher eine untergeordnete Rolle. Die Kunden wollen die Maschine schnell und wir haben hier eine zuverlässige Technik. Das müssen wir nicht extra nachweisen. Okay. Ja, die wollen schnell Geld verdienen. Genau. Die Spindel eingebaut, also fertig ausgerichtet. Kurz Frage, was ist das für eine Länge? Weil 3 Meter? Aber das ist jetzt auch so ein 3-Meter-Bett, wie wir bei der fertigen Maschine ganz am Anfang gesehen haben, als wir in die Halle reingekommen sind. Ja, okay. Und ich sehe gerade was, und zwar zum Thema Zentralschmierung, wo ich nachgefragt habe, ich muss das Bett doch nicht mit der Fettpumpe nachschmieren, weil hier sehe ich nämlich gerade wunderschön die einzelnen Leitungen, um die einzelnen Lagerstellen mit Öl zu versorgen. Ja, genau, das ist quasi der Schmierverteiler hier. Und hier sind das einzelne Ventile, kann man sagen, wo eben die Menge eingestellt wird, wie viel geschmiert werden soll. Da gibt es dann auch verschiedene Einsätze. Weil es eben unterschiedliche Mengen gibt, die geschmiert werden sollen. Und im Endeffekt, ich habe einen Zentralbehälter, den ich natürlich ab und zu nachkippen muss, weil es ja ein bisschen Verlust dabei. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Ja? Wie erkennt die Steuerung, wo der Schlitten gerade ist? In der Z-Achse, wie wir gelernt haben? Da muss ja irgendwie ein Poti oder irgendwas dran sein, oder so, dass er weiß, ich bin jetzt einen Zentimeter gefahren. Das kommt gleich. Ich sehe sie nämlich noch nicht, die Straßenabstehende. Genau, ja, aber das kommt im Ich dachte vielleicht, er erkennt das vielleicht aus Übersetzungen, wie er gerade dreht, steht, dass der er das Motor so intern ist dran. Hat. Nein, der mit dem Motor hat er natürlich seine... ich nehme mal an, dass das ein Motor ist, der nicht einfach nur zwei Pole oder drei Pole hat, der seine Position weiß, damit er immer weiß, wo gerade die Spindel ist. Aber die Position selber werden mit meistens Glasmaßstäben gemacht. Die sehen wir bestimmt gleich. Schauen wir uns im nächsten Schritt. Ja. Im nächsten Montageschritt, hier
haben wir bereits die Getriebespindel montiert, ja, haben den Leitstock montiert und wie man sieht, ist das hier ein recht großer. Hier haben wir eine 15er Spindel drauf. Boah. Ja, das ist eine größere Maschine, das ist jetzt die 1110. Okay, das, ja, da kann man was mitdenken. Ja. Getriebe heißt, das ist der fette Motor, um das überhaupt antreibt. Und genau. Hier ist richtig ein Getriebe drin. Hier ist Getriebe und hier ist unsere Spindellagerung und bei uns ist auch das getrennt aufgebaut. Das heißt, wir haben das Getriebe getrennt von der Spindellagerung. Das heißt, es ist thermisch getrennt und den Einfluss, den Wärmegang vom Getriebe, den habe ich dann nicht in meiner Spindellagerung. Und das sorgt einfach nochmal für eine höhere Genauigkeit beim Drehen. Was für eine Art von Getriebe ist das? Ist da, sind da Planetenzahnräder drin, normale Zahnräder? Ist da ein Riemen drin? Das ist ein Zahnradgetriebe mit zwei Stufen. Mhm. Wir können das Getriebe mit Knopfdruck schalten an die Steuerung oder auch automatisch über das Programm. Das heißt, ich brauche keinen Hebel, um irgendwo das Getriebe zu schalten. Mhm. Also habe ich zwei Hauptgänge, ja, und die Drehzahl, oder natürlich mehr, die Drehzahl wird dann durch die verschiedenen Drehzahlen vom Motor dann, ja, realisiert. Ja, der wird dann so weit gesteuert, so, ja. Wie viel kW hat der Motor jetzt? Der große, gute Frage. Moment, ich schaue schön nach. Weil die Kabel sehen auf jeden Fall schon mal, sieht schon mal männlich aus. Ja. Ich hoffe, du hast genug Strom bei dir, ne? Ja, also für das definitiv nicht. Geht in Dortmund das Licht aus? Ja. Also das ist mal eine Spindel, guck mal, was für ein Durchmesser da. Mhm. Normalerweise hast du 50 mm bei den handelsüblichen Dingern. Und hier, ich passe nicht ganz durch, aber passt jedenfalls. Ja. Hier haben wir bei 100% 37 kW. 37 kW, okay. Oi. Krass. Okay. Bei 100% Einschaltdauer. Also wir unterscheiden ja immer 100% Einschaltdauer. Und dann eben kurzzeitig kann man aber auch mehr leisten aus dem Motor holen. Guck mal, René. Ich habe gleich eine Frage noch. Ja. Der ist wofür da hier? Das ist das Messsystem. Messsystem, okay. Ja. Das heißt, der erkennt nur Drehzahl oder erkennt auch die Position von der Spindel gerade? Position. Der erkennt die Position tatsächlich, genau. Okay. Guck mal, René, ich habe noch was entdeckt. Die Sachen, es ist fast wie bei mir mit dem Protokoll, mit Motoren, die Sachen mit dem Ausrichten, werden hier die Punkte, die langsam durchgearbeitet werden und dann werden dann die Ist-Werte eingesetzt. Das ist fast wie bei mir. Man hat die einzelnen Sachen und müssen alle durchgeprüft werden und eingestellt werden. Es wird immer protokolliert. Ja. Bei jeder Maschine und eben später dann auch, es wird aufbewahrt, um eben auch eine Nachvollziehbarkeit zu haben, was eben gemacht wurde. Wie bei mir. Genau. Ich habe auch immer einen Ordner sozusagen, ja, pro Kunde, pro Motor, genau, dass halt immer, wenn irgendwas ist, dann gleich nach. Das war genau in der Toleranz drin. Ja, genau. Ja. Genau, apropos Toleranz, also wie gesagt, bei dem Montageschritt eben wird dieser Spindelstock aufgebaut und der Reitstock, also das Gegenstück und das eben auch von den Spitzen zueinander ausgerichtet und das sind wir auch wieder unter 15 μ, also in einem Range von ca. 10 μ bewegen wir uns da, wie diese großen Teile zueinander ausgerichtet sind. Wie ist das Ding gelagert? Das können wir uns nachher anschauen, wir haben das in Einzelteile hier. Ah, okay, perfekt, noch besser. Ihr baut die? So. Ja. Hier zusammen. Ja. Ah, genau, wir bekommen das Gehäuse, ja, und der Rest wird dann quasi hier zusammengebaut und abgestimmt. Und ja, das schauen wir uns gleich an. Vom Gefühl her würde ich aber auf jeden Fall sagen, da muss irgendwas Kugellagerartiges drin sein. So leicht, ja. Ja. Und guck dir mal zur Höhe an. Ergonomisch für den Rücken. Ja, eigentlich schon. Aber da kann man auch keine Bauteile ohne einen Kran, glaube ich, dran machen. Hier haben wir einmal den Lager und das Getriebe von, genau, so wie ich das sehe, 400er, genau, also baugleich zu meinem. Richtig, so sieht es bei, ja, dir aus. Der Motor glaube ich aber nicht. Nee, das der ist ein bisschen größer da dran. Genau. Ja. Und dann habe ich hier entdeckt, wir hatten ja die Frage mit den Lagern eben. Hier habe, ja, ich die Zeichnung entdeckt, wie es aufgebaut ist. Hier seht ihr die Kugellager mit der axialen Lagerung und dann hier und hier die Tonnenlager zur Kraftaufnahme, der radialen Kraftaufnahme. Spindel bzw. Futter wird hier angeschraubt, ne? Ja. Oder sehe ich das? Genau. Ja. Okay, gut. Dann habe ich es jetzt verstanden, wie es ist. Kugellager ist es. Ja. Was macht er? Guck mal da. Was ist das hier? Das ist das Messsystem. Das ist teuer. Das, ja, das ist teuer. Okay, Messsystem heißt, das erkennt die Position? Genau. Das ist, was wir an dem Spindelstock gesehen haben, wie es montiert war. Sah auf den ersten Moment, dachte ich, wäre irgendwie so ein bisschen eine Kupplung oder so, ne? Bis ich Kabel dann gesehen habe. Das ist keine Sinterkupplung. Ich leg's mal vorsichtig wieder weg. Ja. Jo, das sind mal Fräser. Das sind für die Zahnräder, die Fräser. Hier oben siehst du die Zahnräder?
mit den Fräsern im Endeffekt dreht das synchron, fährt vorbei und werden dann die Zahnräder rausgeholt. Hier. Okay, das ist nochmal eine ganz andere. Was mir gerade eingefallen ist, da steht ja die Firma Modul, ne? Du nicht, oder hast du das Modul? Aber wir wüssten gar nicht, dass Modul, wir haben ja immer mit Modul gerechnet, aber dass Modul eigentlich mal ein Hersteller war. Das wusste ich erstmal nicht. Interessant. Ist wie Imbus. Es gibt keinen Imbus-Schlüssel, nur die Firma Imbus. Ja. Musste man auch einmal lernen. Okay, aber das ist ganz andere Thematik. Ich denke, da müssen wir nochmal ein extra Mal für herkommen und dann beschäftigen wir uns nämlich nochmal mit dem Thema Zahnräder. Nur weil du ein Getriever bist, ja. Aber das könnte dann endgültig mal halten, denke ich mal. So in der nachdem wir jetzt alles schon wirklich viel gesprochen haben, Björn, ja. Genau, das ist die Maschine, über die wir es jetzt schon die ganze Zeit haben. Super! Oh, ich drehe schon. ja, das freut mich. Erstmal gucken, was hier alles dran ist. Ja. Ja. Genau, ich sag mal, ich nehme an, hast du mir auch beim Messe schon erklärt, ja. Ist, hier kann ich noch normal drehen. Genau. Und sobald ich den CNC-Modus öffne, mache ich die Kabine zu, dann geht er auf CNC-Modus. Ja, genau, also wie gesagt, jetzt, ich habe mir mal noch ein bisschen Verstärkung mit dazu geholt. Ja. Ein Techniker, der die Maschine in- und auswendig kennt, auch die Steuerung. Du darfst jetzt gerne alles fragen, was, okay. Was du gerne wissen möchtest, was die Bedienung der Maschine angeht. Also, ich habe ja schon gesehen, ich habe hier meine Räder und ich kann sie drehen und es bewegt sich mit. Gleichzeitig habe ich sofort gesehen, kann ich hier umschalten auf und dann drehe ich und es bewegt sich viel langsamer. Auf Zehntel. Der Vorschub der Handräder im Zehntelbereich. Und jetzt auf Hundertstel, da werdet ihr, egal wie ich drehe, nichts sehen. Nur das oben. Tausendstel. An der Tausendstel? Ja. Okay, brauche ich nicht. Nein, ist okay. Nein. Ja, schön. So, hier ist der Allgang. Immer einer der gefährlichsten. Ich nach immer das Gefährlichste. Bam, kaputt. Finger weg. Na, 10. Schräg geht auch. Und wie wir eben schon. Aha. Gut, okay. Das ist ja sozusagen, wenn man jetzt wegdenkt, dass da keine Verbindung ist, muss ich nicht umdenken, kann ich einfach nur machen. Hab hier meine Anzeige. Jetzt kurze Frage, habe ich gerade schon gesehen. Ich habe jetzt zwei Werte. Ja. Einmal der Absolutwert und einmal der genullte Wert sozusagen. So, okay. Ja. Also ich kann ranfahren, kann einen Wert nullen und dann dementsprechend. Genau, man muss halt sagen, wo ist Werkstück, wo ist Null und demzufolge dann auch kann man dann starten das Programm. Gut. Die Maschine starte ich wo, dass es dreht? Wenn ich drehen möchte, habe ich einmal Rechtslauf und einmal Linkslauf. Halt da die Werkzeuge und den Vorschub bzw. die Spindeldrehzahl, die maximale Drehzahl. Okay. Das kann ich alles eingeben und dann. Sehe ich das richtig? Ich kann die vor sozusagen alle. Ich muss die Werkzeuge vorher beschreiben, einrichten, im Werkzeugeditor halt. Das heißt, ich brauche nicht immer anfahren und dann wissen, sondern ich packe das Werkzeug rein, es ist abgespeichert und ich bin an der Position. Ja. Ja, okay. Tja, habe ich eine Frage. Gibt es heutzutage mittlerweile Maschinen, die, was so Schnittwerte und sowas angeht, selbstlernend sind oder was vorschlagen? Oder ist das immer noch bis heute Erfahrung und Know-how, was man reinschreibt? Auch beides spielt eine Rolle. Ich kann beides machen. Also, oder ich muss beides machen. Einmal die Erfahrung spielt halt eine Rolle, beziehungsweise auch kann ich hier hinterlegen, was für einen Werkstoff ich habe, welche Schnittgeschwindigkeiten und so weiter, kann ich dann hinterlegen. Kurze Frage bei dem, wo können wir einstellen, welche Schnittgeschwindigkeit ich gerne hätte? Können wir das oder ist das nur über Begriff Stahl? Nein, ich kann hier bei S kann ich sagen, entweder konstante Geschwindigkeit oder dann wechselt das in den Bereich Meter pro Minute. Das hat ja nichts mit dem Vorschub zu tun. Ah, okay. Ja. Und dann rechnet er sich selber über den Durchmesser und die Drehzahl. Ganz genau. Meter pro Minute ist halt Durchmesser bezogen und konstante Geschwindigkeit ist halt. Also, wenn wir eine Schwungscheibe reinmachen, würden sie abdrehen, würde es in der Mitte viel schneller drehen und nach außen langsamer werden. Bis richtig. Zum Maximalwert, weil man kann es nicht ins Unendliche betreiben. Auf Nullpunkt müsste sie ja unendlich schnell drehen. Naja. Geht nicht, wird alles unendlich. Bei der 400er ist es möglich bis 3000 Umdrehungen. Bis 3000. Und wie weit runter kann ich gehen von der Drehzahl?
Das ist jetzt für fünf Umdrehungen. Fünf? Wow, das ist gut. Das ist besser als bei mir, weil wenn ich manchmal Kurbelwellen einspanne und die nur polieren möchte vom Hang und so weiter, dann ist es wäre 200 Umdrehungen zu schnell. Das heißt, aktuell kannst du das gar nicht. Aktuell drehst du immer mit der gleichen Drehzahl. Nein, ich habe meine Gänge, aber nur die Frage ist... Ja, ist schon klar, aber die Gänge schaltest du ja nicht während des Drehens. Nein, und natürlich beim Rausfahren bleibt es immer. Und ich meine, das sieht man auch auf der Oberfläche immer ein bisschen. Im Endeffekt wie bei dir. Du hast deine 6 Gänge, kannst nur 6 machen, aber ein Toyota Yaris mit Hybrid hat ein Vario-Getriebe. Viel besser als dein Limo. Aber ich kann Gas geben dazu. Ja, du kannst Gas geben, das ist der Unterschied, das stimmt. Ja. Okay, nein, aber das heißt, die Fläche sollte so auf jeden Fall schön gleichmäßig werden. Richtig, von der Oberfläche schon. Ja, okay. Habt schon gesehen, ich habe euch ja eine Musterbüchse geschickt, eine Zeichnung geschickt. Ja. Büchse ist eingespannt. Kannst du mir zeigen, wie du das sozusagen, wie der Aufbau ist dann? Also ich habe dazu ein Programm beschrieben. Und das Programm finde ich halt hier. Das ist jetzt zusammengestellt aus dem Rohteil oben, dann M-Funktion, dass die Spindel eingehen soll. Beziehungsweise dann auch das erste, das plan gedreht wird an dem Werkstück. Dann habe ich eine ICP-Zerspannung längs, das heißt, ich muss die Kontur erstellen, wie außen es aussehen soll, halt fertig. Ja. Das heißt, mit Radien, Phasen, Schrägen und so weiter. Wie die dann auch bearbeitet wird, sehe ich dann halt auch hier. Ja, mit welchen Schnittwerten, welchen Werkzeugen. Ja, und dann geht es auch nochmal schlicht drüber, beim zweiten Werkzeug sozusagen. Und die Verfahrbewege dazu, dass die Positionierung wieder kommt und so weiter. Das heißt, wir haben zwei Werkzeuge, hast du hier benutzt. Genau. Und im Endeffekt, wenn er an den Punkt kommt, sagt er mir Werkzeugwechsel. Richtig. Ja, okay. Er fährt auf eine bestimmte Position zurück und dann sagt er bitte Werkzeug Nummer so und so einwechseln. Verstehe. Und dann kann man das einwechseln und weiter geht's. Ja. Kann ich so welche Programme immer kopieren? Welche Programme? Also, diese Zyklen, ja, natürlich kann man das. Weil das ja für mich, weil Büchsen sind ja immer gleich aufgebaut. Nur ich muss Maße ja nur die Maße ändern. Da wäre ja voll doof, wenn ich immer von vorne anfangen würde. Nein, das kann man sicherlich kopieren. Das ist sehr gut. Das ist jetzt einmal der unbearbeitete Rohling oder ist der schon einmal? Der ist schon bearbeitet worden. Ja. Der ist schon bearbeitet. Ja. Ich habe mir eine Zeichnung geschickt, wie ich sie beim Lambo gemacht habe. Mhm. Und einfach nur mal zu gucken, wie die Maschine das nachmachen kann. Okay. Das heißt, können wir jetzt noch ein paar Späne hier fliegen lassen oder wie ist der Plan? Wenn wir jetzt das zweite Rohteil noch einwechseln, dann ja. Ja, dann würde ich das gerne machen. Da bin ich jetzt auch raus, weil ich weiß noch nicht, wie es geht. Auch gerne. Du willst es programmieren? Ah ja, Schatz. Gut, dann können wir. Nee, aber ich würde sagen, es gibt mal ein kleines Pörnchen nur kurz, wie das Teil gleich da rauskommt. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja. Bist du happy? Ja, bin ich. Passt. Ja, er hat gerade alles hier ganz akribisch mit der Bügelmessschraube sogar nochmal nachgemessen, ob das hier auch alles von der Toleranz her passt. Ja, ist akzeptabel. Ist gut, das war klar. Nein, ich werde es nochmal, ihr habt es jetzt so gemacht von der Prüfung, ich werde es nochmal von hinten spannen, dass ein bisschen Schwingung rausgenommen werden. Die Innenbearbeitung werde ich vormachen wahrscheinlich, aber das ist nur meine Erfahrung. Ich habe ja schon ein paar gedreht, zwar manuell und zwar nicht so schnell aus so einem Klotz, sowas mal eben raus. Ja, dann sind wir soweit durch für heute in Chemnitz. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr es ermöglicht habt. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, Björn war im Paradies mal wieder, aber das hast du ja bestimmt an seinem Gesichtsausdruck schon gesehen. Wir sind bestimmt nicht das letzte Mal hier und im nächsten Video geht es auf jeden Fall weiter, wie du mit der Maschine hoffentlich irgendwas herstellst. Genau, bei mir. Freuen wir uns drauf. Ja. Ciao. Tschüss.